Bin ich nur. Sieht so aus, als wäre ich wieder zurück. Das Ding, was war das für ein Ding in der Puppe? So kalt, so wütend. Trotzdem auch traurig. Es hat mich berührt und ich konnte alles spüren. Das kleine Mädchen, Ayumi, sie steckt hinter allem. Das kann ich spüren. Das kann ich spüren. Aber da ist noch etwas anderes. Das Dritte, wie Ayumi es genannt hat. Etwas Düsteres, etwas Böses. Das ist es, was hinter Ayumi steckt. Kanae, ich muss zurück zu Kanae. Noch ein Erdbeben? Der Anhänger ist nicht nur warm, er brennt quasi. Au! Es ist wie eine Warnung. Ah! Das ist die Frau des Hausmeisters. Ich sollte hier verschwinden. Es passiert schon wieder. Und der Anhänger. Au! Da kommt wieder was. Oh nein, ich stecke fest. Sie lässt mich nie im Leben vorbei. Ich muss sie irgendwie vertreiben. Warum wird Sens Anhänger wieder warm? Wo kommen diese Flaschen? Ich wette, wenn ich aufmerksamer bin, kann ich den Anhänger nutzen, um die Sachen zu finden, die ich bisher übersehen habe. Lässt mich nicht vorbei. Kann ich ihn irgendwie ablenken, damit er verschwindet? Kann ich ihm vielleicht die Rose geben? Wollen Rose kaufen? Was soll ich jetzt mit der Flasche machen? Hau dir mit der Brechstange halt rüber. Nein, geht nicht. Aber ich habe doch hier keine Möglichkeiten, keine Optionen. Ich kann auch nichts in die Flasche füllen. Lasst mich durch! Alter, schrei mich nicht an! Ich vielleicht mit meinem Amulett hier bald mal gucken, wie irgendwas ist oder so. Wenn ich Items kombinieren könnte, wäre es irgendwie
Vielleicht gebe ich hier die Flasche und dann die Rose rein, aber was wollt ihr beiden von mir? Hört auf zu streiten und lasst mich durch! Hier ist uns nix! Was übersehe ich? LOL. Warum? Ach, egal. Ich hasse Unordnung, aber wenn ich mich nicht täusche, hasst der Hausmeister sie noch mehr. Es hat geklappt, er ist pflichtbewusst. So, hoffentlich finde ich jetzt etwas, womit ich seine Frau wegkriege. Ich mache mir unheimlich Sorgen um Kanae.
Jetzt, wo ich erfahren habe, wie es den Menschen hier im Zug ergangen ist, macht nichts mehr einen sehr luxuriösen Eindruck. Oh ja, das übelste Drama-Zug gewesen. Ich wette, die Küchenmitarbeiter hatten keine Ahnung, was hier draußen los war. Ich will mir dessen noch nicht einmal ansehen, ich habe Angst davor. Der Anhänger wird wärmer, ich glaube, unter der Tischdecke ist etwas versteckt. Ich bewache sie. Sie bewachen mich. Sind wir stark genug? Nein! Nein! Ich habe Nein gesagt. Ich gehe da nicht wieder hin. Ich muss etwas finden, das den Geist vertreibt, damit ich meinen Freund retten kann. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Aber es wird warten müssen. Dein Problem. Ich glaube, mir reicht es langsam. Ich werde hier nicht mehr herumschleichen. Hast du mich verstanden? Oh nein. Wir können laufen. Ich kann das grässliche Ding nicht mal angucken. Das Zimmer möchte ich wirklich nicht wieder rein, aber ich befürchte, dass Jutta da drin ist. Geist des Hausmeisters ist weg, aber ist immer noch irgendwo, aber am besten gehe ich ihm aus dem Weg. Ich muss immer noch eine Möglichkeit finden, seine Frau wegzuschicken. Oh nein, nicht schon wieder. Der Anhänger, ouch, das bedeutet, etwas nähert sich. Das ist der kleine Junge, der mit seiner Mutter unterwegs war. Ich glaube nicht, dass er mir etwas Böses will. Was möchtest du denn, Kleiner? Brauchst du Hilfe? Okay. Was war das? Was war denn das? Der Anhänger, er brennt wieder. Was war das? Das kann doch nicht der kleine Junge gewesen sein. Hör auf mich anzuschreien. Boah. Aber hey, die Tür ist offen. Jetzt liegt die Abteiltür auf dem Boden. Sie ist zu schwer, als dass eine Person sie bewegen könnte. Was zum... Ein Schrein aus kleinen Steinpuppen. Oji, Sosama-Puppen. Die sollen doch Kinder beschützen. Die hier sind kaputt. Eine hat keinen Kopf und eine andere fehlt ganz. War das Ding deswegen hinter dem kleinen Jungen her? Weil die Statuen kaputt sind? Deswegen braucht er also Hilfe. Ich muss die Puppen finden. Davon habe ich noch keine gesehen. Vielleicht hilft mir Sens Anhänger, sie zu finden. Aber ich speichere lieber.
Jetzt, wo ich rennen kann, habe ich das Gefühl, dass wir vor irgendwas wegrennen müssen. Der Anhänger wird warm. Hier ist etwas drin. Unter dem Spülkasten steckt etwas. Jisosama-Kopf. Da ist es. Der Anhänger wird warm. Etwas. Hey, der verbrennt mich ja. Sie ist versperrt. Hilfe, Hilfe! Hä? Was war das? Oh nein! Eine uralte Toilette gefüllt mit Blut. Ein ausgetrocknetes Dauerspecken und ein Spiegel. Ich weiß nicht, wie viel davon noch ich noch ertrage. Der Anhänger wird warm, hier ist etwas drin. Kann ich nicht den Hebel wiederholen? Nö. Hi Dark. Hier ist etwas, aber er reagiert auf nie. Dann tue ich mal den Kopf drauf. Vielleicht kriege ich irgendwas. Fehlt halt noch eine Puppe. Platter Darky ist platt, ja. Kann ich mir vorstellen, immerhin ist 20 Uhr. Immer noch hier. Wie kriege ich sie hier weg? Ich spüre den Anhänger. Irgendwas ist hier in der Nähe. Was ist das da unter den ganzen Flaschen? Ah, Uchisama-Körper. Aha. Haben wir doch die letzte Puppe. Bis sie gearbeitet und sie in der Früh an. Uiuiui. 12 Stunden. Das ist hart. Ich glaube, ich habe sie zusammengesetzt. Aber etwas fehlt. Irgendwie sind sie so nackt. Ich operiere daraus. Was soll ich mit dem Becken voller Blut anfangen?
Raum ist noch was, aber wie? Noch durch hier. Warte mal. Ich brauche nur ein paar Streifen davon. Weißer Stoff. Und diesen weißen Stoff. Nein. Ich kann kaum glauben, dass ich das mache. Stoffstreifen sind voller Blut. Ich muss mich übergeben. Dann ziehen wir mal die Puppen an. Blut überzogenen Stoffstreifen. Schrei mich nicht immer so an. Haben wir den Jungen erlöst? Im Oji-Sosama-Schrein öffnet sich eine Schublade. Zerrissenes Familienfoto. Wer zum Geier ist der Vater? Die arme Familie. Ich frage mich, was sie getrennt hat. Vielleicht ist die Frau des Hausmeisters deswegen so traurig. Vielleicht hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihre Ehe mit dem Hausmeister aufs Spiel setzt und die beiden trennt. Bist du deswegen wütend? Ist es das, was dir und deinem Mann geschehen ist? Das Foto beginnt zu brennen und zerfällt nach wenigen Sekunden zu Asche. Ich wollte ihr nicht so wehtun, aber ich muss zu Kanae. Oh nein, was jetzt? Kazuki, bist du das wirklich? Was zum vermaledeiten... Teufel-Saki, was ist das für ein Wort? Oh ja, du bist es wirklich. Wo warst du denn?
Das ist nicht so einfach zu erklären. Oh ja, glaub mir, wenn ich sage, ich weiß, was du meinst. Wir können später reden, Kanae. Kanae, wo ist sie? Das versuche ich dir ja gerade zu sagen. Sie ist im nächsten Wagen in einem Zimmer eingesperrt. Vielleicht kannst du mir helfen, sie rauszuholen. Ich trete die verdammte Tür ein, wenn es sein muss. Es kann sein, dass du das wirklich musst. Komm! Kanae, bist du noch da? Ich bin zurück, ich habe Kazuki mitgebracht. Kazuki? Hier bin ich, Schatz. Was zum... Meine Fresse, Saki! Verdammt, wir brauchen ein Brett oder so, wenn wir darüber wollen. Machst du Witze? Wir sollten uns von dem verdammten Ding fernhalten. Leute, was ist da... Was ist hier los? Alles gut, wir brauchen nur einen Augen... Vergiss es! Ich mach da nicht mit! Kazuki, nein! Ist dir deine Freundin etwa so wenig wert? Was geht denn da draußen vor? Kazuki ist losgegangen, um Hilfe zu holen. Warum lügst du? Was? Jetzt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warte, warte einfach noch etwas. Es kommt schon, er kommt schon zurück. Ich muss mich inzwischen um etwas anderes kümmern. Der geplagte Geist schwebt in der Nähe und hält sich den Bauch. Sie greift dich an, aber sie lässt auch niemanden vorbei. Was ist denn los? Bist du krank? Können Geister Bauchschmerzen haben? Die Überreste eines Wäscheschranks enthält zwei Handtücher, die noch halbwegs brauchbar sind. Hm? Oh oh. Hm, jemand oder etwas ist da drin. Die Schreie, ich muss den Leuten da drin helfen. Hallo? Meine Güte, was hat das denn so lange gedauert? Aber Sir, ich habe eine Frau gehört. Sie hatte starke Schmerzen. Hör auf zu jammern und komm rein. Hä? Was war das? Ein verfaultes Notenblatt mit einer kurzen handschriftlichen Melodie. Muss ich jetzt noch mal... Ich schreibe mir das mal auf. Meine Güte, was hat das denn so lange gedauert? Na endlich, hast du die Handtücher mitgebracht? Die Frau verblutet noch. Ich brauche mindestens drei. Ah, Herr Doktor, was geschieht da? Drei? Was soll ich denn jetzt drei Handtücher herbekommen? Seines Wäscheschranks. Sein Handtuch ist noch nicht verschimmelt. Okay, zwei Handtücher haben wir.
Warum hast du da keine Zeit für? Soll ich noch mal da gucken, ob ich da was... Ich glaube, das reicht. Sicher. Da bist du ja. Was war das? Es tut mir leid, Saki. Ich bin einfach nur ausgeflippt. Ja? Ich komme darauf einfach nicht klar. Ich war in dem Zimmer und dann habe ich von nebenan Husten gehört. Und dann einen Streit in beiden Zimmern. Aber ihr wart das nicht. Ich habe wirklich total Panik geschoben. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, um zu Kanae zu gelangen. Zu zweit müssten wir die Tür aufziehen können. Meinst du kannst dich zusammenreißen, damit wir Kanae helfen können? Klar, ja, okay. Aber ich suche noch einen... Bekomme ich noch einen Lappen? Gehen wir mal zurück, vielleicht geht ja jetzt... Vielleicht können wir jetzt da irgendwo was machen. Müssen wir nicht zu Kanae? Nö. Verdammt, ich muss sie loswerden, bevor Kazuki wieder... rein kann. Ein alter Schrank. Wir haben nur zwei. Wo kriege ich ein drittes her? Muss doch in dem Waggon vielleicht irgendwas sein. Oh, wie, was? Kann ich oft genug speichern, ne? Wo finde ich jetzt noch ein Handtuch? Ah! Die Schublade ist jetzt leer. Gut, haben wir alle drei. Ja, da liegt deine Freundin echt. Naja, aber die beiden haben eh keine Zukunft zusammen.
Ja, das ist halt, das ist schon fast zu spät für sie. Das sollte helfen. Denk dran. Morris darf davon nicht erfahren. Was zum? Was geschieht da? Eine grausige und stark schwangere Leiche liegt in der Badewanne. Ein Skelett kann nicht schwanger sein, was zur Hölle? Ich kann kaum glauben, was ich davor habe. Wir haben eine Schere. Ich habe eine Schere benutzt, ne? Woher ich das weiß? Die hat vorhin gesagt, dass sie eigentlich Sagi liebt. Aber Sagi ist verlobt. Ich weiß noch nicht mal, ob Sagi dann die Gefühle erwidern wird. Wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht verhalten sich die Kerle wie Arschis und die Frauen wollen zusammen dann unter sich sein. Und nichts mehr mit den Typen zu tun haben. Das war, bevor du gekommen bist. Die Klingen reißen den Bauch der Leiche auf, als bestünde er aus Papier. Prost. Ich glaube, ich habe gerade das Geheimnis entdeckt, das sie vor ihrem Mann versteckt hat. Deswegen hat sie mit dem Doktor gesprochen. Ah nee, das wusste ich schon die ganze Zeit. Das war so offensichtlich, dass es darum geht, dass sie schwanger ist und nicht, dass sie ein Verhältnis mit dem Doktor hat. Hier, dein Kind. Ist das der Grund? Hast du deswegen solche Schmerzen? Eine endlose Grube unter einem Loch im Boden des Zugs. Wie wollen wir denn Kanai rausholen? Wir brauchen etwas, um über das Loch zu kommen. Ich weiß auch schon was. Dafür brauche ich den starken Mann! Der nie wegrennt, ja. Sie ist weg, oh tapferer Ritter. Das habe ich verdient. Komm, gehen wir weiter. So. Jetzt liegt die Abteilung auf dem Boden. Sie ist zu schwer, als dass eine Person sie bewegen könnte. Komm, hilf mir mal. Ja, damit könnte es klappen. Ich find's aber cool, wie die das dann transportieren. Nicht einfach so ins Inventar stecken. Also in diesem Spiel liegt sehr viel Liebe drin, würde ich sagen. Manche Spiele, auch von großen Entwicklern, da fehlt manchmal was. Zum Beispiel bei Horizon Forbidden West gab es hier diese Touchpads, wo man Codes eingeben musste.
wo Aloy nie was angefasst hat von, aber man hat den Code eingegeben. Ich kann es verstehen, wenn man diese Animation nicht mehr reinbringen wollte oder so, aber trotzdem, es wäre doch nicht verkehrt, Aloy auch die Zahlen drücken zu lassen. Einfach halt Liebe fürs Detail. Aber gut, die meisten Spiele achten eh nicht auf sowas. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der darüber meckert, aber das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Die Tür bedeckt das ganze Loch. Geschafft, jetzt fallen wir da nicht mehr rein. Gott sei Dank. Ich will mir gar nicht vorstellen, wo das hinführt. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss Kana ja aus dem Abteil holen. Ist das nicht der Abteil? Nein, dann ist das der Abteil. Es wird auch Zeit. Ich wäre ja selbst fast zum Geist hier geworden. Wäre ja auch unlogisch mit der Tür im Inventar. Ja, so sind meisten Spieler halt. Steckt man sich einfach alles in die Tasche. Um Animationen zu sparen. Animationen kosten Geld. Und das merkt man wirklich in den großen Spielen, merkt man halt, dass die manchmal schon an Sachen sparen. Und wenn mir das auffällt, ist das schon irgendwie so. Ja. Sei keine verzogene Göre. Sag sowas nicht mal im Scherz, Schatz. Spann dich und hilf mir, die Tür zu öffnen. Okay, Kazuki, nimm den Griff. Kanae, wir müssen zusammen an der Tür ziehen. Wenn ich los sage, dann will ich, dass du die Tür mit ganzer Macht drückst. Mach ich. Fertig? 1, 2, 3. Los! Ah! Ich hab dich schon fast, Schatz. Was war das? Ignoriere es einfach, zieh weiter. Hey, was ist das? Leute, beeilt euch. Ich bin hier drin nicht mehr allein. Wir sind fast durch, Kanae. Zieh doller, Kazuki. Oh Gott, was ist das? Nein! Ah, nein! Kanae, Schatz! Zieh einfach weiter, sie gibt gleich nach. Ah, nein! Oh Gott, Kanae, halte durch! Wir haben es gleich geschafft! Ich glaube, gleich haben wir 2 Kanaes oder so. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ah! Ah, komm schon! Sen? Sen? Ah! Schatz? Nein! Oh, Kanae, nein! Was zur Hölle ist mit ihr passiert? Einmal Hölle und zurück.